Hey Leute, der L hier zum 26. Teil Zero Tolerance auf dem Mega Drive. Da ist schon das Begrüßungskommando. Und ich rutsche wieder alles raus, was geht. Der letzte Level war schon sehr unübersichtlich, aber das hier finde ich ein Abschuss. Wie gehe ich denn da am besten? Ich habe nicht meine Ahnung, wo ich am Ende hin muss. Ach, ich würde mich, glaube ich, mal Uhrzeigersinn bewegen. Es ist relativ früh Montagmorgen heute. Und ich glaube, mein Postbote ist ein Terrorist. Warum? Ich habe blöderweise meine Schlafzimmerwand direkt am Hauseingang, also am Tordurchgang, sag ich mal, wo bei uns die Briefkästen hängen. Und das klappert, da fällst du aus dem Bett, wenn der Postbote kommt. Deswegen bin ich jetzt schon seit 7 wach, obwohl ich heute frei habe. Gestern hatte ich Spätschicht, also so wirklich lange geschlafen habe ich dann also auch nicht. Laune ist aber ganz okay, also. Habe jetzt auch schon einen dritten Kaffee intus. Geht. Stopp! So. Läuft doch ganz gut. Aufnahme scheint auch zu funktionieren. Okay. Ah, eine Palz. Sehr schön. Die Dinger hebe ich mir wirklich auf. Der Palzlaser. Aber ich muss echt sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Boss drauf ist von diesen letzten Abschnitten hier. Irgendwie das neue Pad macht sich sehr positiv bemerkbar, was die Reaktion angeht, Leute. Okay, da ist ein Bioscanner, aber der nützt mir jetzt gerade noch gar nichts. Ich mag Minen nicht. Da wäre eine Weste, okay. Au. Freigeräumt ist schon mal, muss ich mir mal merken, da oben Mitte in dem einzelnen Raum, okay. Da ist eine Laschentampe. Palz, sehr schön. Das haben sie wirklich sehr, sehr kompliziert gemacht, das Level, muss ich sagen. Heilung ist super. Das ist auch nochmal ein Heilpaket. Merken? Nein. Na ja, gut, wäre eh nicht gegangen. Items sind voll oben. Ja, aber ein bisschen verschwenderisch, wenn die Moon angeht, aber von der Handgun-Munition scheinen wir jedoch jede Menge zu bekommen. Also, was soll der Geiz, Leute? Überall Minen, ey. Ich bin fast froh, dass ich die Dinger nicht einsammeln kann. Das heißt fast froh, ich bin froh. Ja. Da gab es jetzt leider einen kleinen Freeze im Spiel, was das irgendwie so langsam gemacht hat, dass die Reaktion... Ne, es waren einfach bloß zu viele Gegner. Quatsch. Oh, Taschenlampe, die braucht wirklich kein Mensch.
Ich finde das Spiel eigentlich hell genug. Ich bin mir nicht einig, wo ich lang gehe, ich glaube, aber ich gehe jetzt hier mal auf der Karte gesehen links lang. Die Medkits sind sehr, sehr passend gesetzt. Ja, dann gehen wir erstmal geradeaus durch, dass wir dann den oberen Bereich wirklich clean haben. Die sind nicht getriggert, obwohl ich da vorne rausgekommen bin. Ne? Das ist schon übel. Hier bin ich ja mehr oder weniger rausgekommen, ja. Da war der Levelanfang. Macht nix. Gehen wir in den etwas größeren Raum rein. Nicht getroffen, sehr schön. Na, das freut. Die wird langsam immer mehr. Und die befürchtete Moon-Knappheit stellt sich zumindest noch nicht ein. Okay, da hätte ich gedacht, da ist noch mindestens einer. Ja, klären wir jetzt die beiden Räume. Ich nehme jetzt erstmal von der Karte her aus gesehen den linken. Haben sie gut verschachtelt gemacht, den Mist. Na, wo will er lang? Da. Und ich muss sagen, das Level, ob der Unübersichtlichkeit, finde ich, spielt sich zumindest ganz ordentlich. Macht gerade Spaß. Weil es wechselt sich ein bisschen ab. Das sind nicht bloß die verschachtelten Gänge, sondern man hat auch mal einen größeren Raum. Das ist schön. Das läuft. Da wäre ein Bioscanner. Ja, nehmen wir halt mit. Aber ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, unbedingt hier wieder zurückzukehren. Was ist das? Eine Shoddy nochmal. Wir gehen jetzt nach rechts weiter natürlich. Echt ein bisschen überbevölkert hier, verdammte Axt. Ah. Die haben ja echt ordentlich Schaden reingezimmert. Naja, es geht noch. Es geht noch.
ja, in den unteren. Oh, ganz schön Mut verballert. Habe ich es ein bisschen übertrieben. Ach, der kommt nicht raus, der Gute. Mist! Der hat mich jetzt echt geärgert. Gefällt mir ja nur gar nicht. Hier noch ein bisschen was dabei? Nein, da war ich schon. Verdammt mich. Okay, scheint bis auf die beiden Schrotflinten nichts mehr zu sein. Drei Schrotflinten, vier, okay. Merkeraum mit Schrotflinten. Unten rechts. Schon wieder viel zu viel, was ich mir merken muss. Gehen wir erstmal wieder raus. Beinahe. Das scheint wohl der Fahrstuhl zu sein. Jawohl. Auch mal merken. Ich mach die mal alle. Dass ich die Weste halt auch mitnehmen kann. Weil ich will auch auf den Feuerlöscher nicht verzichten. Liegt halt ein Haufen Schrot jetzt rum, aber naja. Ich meine auf bis zur nächsten Konfrontation, wo ich getroffen werde. Wie? Einer in dem relativ großen Raum. Dann gibt's hier wieder Horden, oder? Fies hinter der Tür verstecken, also sowas. Alles klar, geklärt ist. Rennen wir hier noch schnell durch.
Wir kommen sogar fast mit voller Energie und mit einer Weste dann raus. Und ja, ich werde die Moon leer ballern von der Knifte hier. Das sieht gut aus. Das ist echt prima. Hier wäre auch nochmal ein Fahrstuhl. Ach du Shit. Puh. Ich fahre den jetzt einfach mal runter zum Schauen. Mir scheint, das wäre auch der reguläre. Aber dann ist es gut, dass die Moon da so reichlich vorhanden ist. Dann scheint mir das tatsächlich wieder einer von den Leveln zu sein, wo man zurück muss. Ich weiß es wirklich nicht mehr, Leute. Es ist zu lange her, dass ich das gespielt habe. Kommt gerade keine Erinnerung zurück. Die Weste möchte ich trotzdem. Dann schaue ich halt, wie gesagt, schnell nochmal hier in den Fahrstuhl rein. Wo waren die Weste jetzt? Da hinten irgendwo? Ja. Und wir würden jetzt in Sublevel 3. Nein, das ist gar kein Fahrstuhl. Alles klar. Dann hat sich das Thema jetzt erledigt. Bin ich auch ein bisschen froh darüber. Darum hatte ich wahrscheinlich auch keine Erinnerung mehr an so noch so ein Chaos-Level. Wo man über mehrere Ebenen immer hin und her switchen musste. Das ist gut. Dann schnell zum Ausgang. Ja, es geht mit dem Pad alles ein bisschen flotter jetzt. Das ist viel schön. Und wir gehen einfach in den nächsten Level. Jawohl. Wir gehen in den nächsten Level. Okay. Auch wieder sehr, sehr verschachtelt. Das bleibt jetzt auch etwa so auf dem Niveau. Aber was da passiert, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin der L. Ciao, Leute. Macht's gut. Ich bin raus.